3. Sie erreichen Ihr Ziel um 7.24 Uhr. Viereinhalb Stunden. Mir springt die Lust förmlich aus dem Gesicht. Kann man erkennen, oder? So eine Hauruck-Auktion. Wie gesagt, heute Morgen fahre ich runter nach Bad Saulgau. Moment, ich stelle die Kamera auf. Hab davon gestern Abend um kurz vor 16 Uhr erfahren. Da habe ich noch gesehen, auf der Mittelachse rechts, da hatte ich einen recht großen Schnitt im Reifen am Tieflader. Ich habe gestern Abend noch einen Reifen getauscht. Es kam wieder eins zum anderen. Gut, 290 Kilometer. Aber ich fahre eh nicht so. Ist noch, wie gesagt, sondern ich werde über Merklingen und dann Graubeuren, Ehingen. Werde ich da runterfahren. Das Bad Saulgau liegt ja leider irgendwo im Nirgendwo. Ich glaube, man hat von allen Seiten her gute 60, 70, vielleicht sogar noch mehr Kilometer Landstraße. Macht mein Tank drei Viertel voll. Was sollte passen nochmal? Ich habe ja noch eine Tankkarte dabei. Ganz ehrlich, große Lust auf diese Tour habe ich heute Morgen gar nicht. Einspurhilfe funktioniert leider bei dem Tieflader auch nicht mehr richtig. Leider. Oh, was ist denn jetzt schon wieder? An dem Ding funktioniert gar nichts mehr richtig.
zwei Monate. Keine Angst, der ist schon noch verkehrstauglich, ja. Also alles, was gehen muss, geht. Stau noch keinen. Ich würde auch bis 5 Uhr, kurz nach 5, sollte ich auch in Pforzheim durch sein. Also Freitagabend ging ja auf einmal die linke Seite am Tieflader, komplette Beleuchtung, Ausfall. Und waren dann samstags morgens hier bei uns in der Werkstatt. Da sitzt hinten hinter der letzten Achse vom Tieflader sitzt ein Stromverteilerkasten. Da waren warum auch immer zwei Kabel blank drin und die haben Kontakt gehabt. Deshalb war das Licht ausgefallen.
Deutschland, genau. Ja, das ist ein schöner großer Parkplatz in der Straße. Weil das Bläschen drückt. Gefahren bin ich jetzt bis jetzt 4 Stunden und 9. Also bis ich da bin, bis ich drin stehe, 4 Stunden 15. Kann ich gleich Pause machen.
Gürtel liegt auf. Gebrannt. Das
neben der Bundesstraße. Eine Stunde 40 Minuten für 100 Kilometer. Ich habe noch genau 100 Kilometer bis nach Hause. Sollte ziemlich passen. Nur habe ich jetzt ein richtig genau. Nur habe ich jetzt ein Problem, irgendwas verursacht, einen Kurzschluss und ein Déjà-vu. Meine linke Seite ist schon wieder dunkel. Muss ich jetzt mal gucken, was das ist. Ob der Stecker vom Verbreiterungsschild, der hat heute Morgen hat er schon ein, zwei Mal geflackert. Ich vermute fast, dass der das ist. Erkennen, dieser vermaledeite Spiegel rechts, der lässt sich ein, der ist so fest. Der lässt sich einfach nicht einklappen. Oh, ich glaube, das Spiegelglas ist auch gar nicht mehr drin. So.
Ritual. Weitergeht.